Idyllisch gelegen im Naturpark Schwarzwald-Mitte-Nord liegt die Glücksgemeinde Schönberg. Von äußerst reizvoller Landschaft umgeben ist Schönberg eine lebendige Gemeinde mit hohem Freizeitwert. Für die stressgeplagten Menschen im Großraum Stuttgart, Karlsruhe und Pforzheim erfüllt der Heilklima- und Kneippkurort eine besondere Naherholungsfunktion. Schönberg präsentiert sich allen Gästen als idealer Ferien- und Erholungsort mit besonders familienfreundlichen Einrichtungen für Sommer- wie Wintersportler. Seit November 2009 ist es offiziell. Schönberg darf sich als einzige Gemeinde Deutschlands Glücksgemeinde nennen. Mit vielen kleinen und großen Glücksaktionen hat Schönberg das Glück zum Thema des heilklimatischen Kurorts gemacht. Ein erster Höhepunkt war die Schönberger Glückswoche. Natürlich ist klar, dass man Glück nicht einfach verordnen kann. Aber man kann viel darüber lernen, es entdecken, erleben und wahrnehmen. Und das nicht nur während der Glückswoche. Ich hoffe, dass man Glück einfach lernen kann, dass man sich selbst und andere sensibilisieren kann, einfach das Glas halb voll und nicht halb leer zu sehen. Denn wir haben so viel, um glücklich zu sein. Wir sehen nur manche Dinge nicht mehr, weil sie bei uns zum Standard gehören. Und ich persönlich bin der Meinung, dass nach Wirtschafts- und Finanzkrisen uns allen deutlich geworden ist, schon höher, weiter, schneller kann nicht die Erfüllung im Leben sein. Ich glaube, jetzt ist die Zeit für eine gewisse Tiefe. Ist Glück Zufall oder gar Veranlagung? Glück hat für mich die besondere Bedeutung der Erfüllung. Erfüllung im Beruflichen, Erfüllung im Privaten. Selbstverständlich, wie bei allen, gehört da im Privaten Familie und Freunde dazu. Und mein ganz persönliches Glück, das Glück der Erde, liegt auf dem Rücken der Pferde. Und nicht nur für Bürgermeisterin Bettina Mettler liegt das Glück auf dem Rücken der Pferde. Im stilvollen Cabrio mit 2 Pferdestärken bieten Carola und Peter Löffelhardt Kutschfahrten durch die wunderschöne Schwarzwaldlandschaft an. Also einfach einsteigen und abtauchen in die Natur rund um Bieselsberg. Man erlebt mit den Pferden die Natur jeden Tag aufs Neue neu. Und beim Reiten, also ich selber reite unsere Pferde natürlich auch, und da gibt es nichts Schöneres, als wenn man dann doch mal so einen schönen, frischen Waldweg in einem herzhaften Galopp entlang saust und einfach mal so wirklich, ja, Indianer spielt. Jubidu! Neben der Kutsche gibt es natürlich noch eine Vielzahl anderer Bewegungsmöglichkeiten, mit denen sich das umfangreiche Wanderwegnetz rund um Schönberg erkunden lässt. Über 360 Kilometer ausgeschilderte Wander- und Spazierwege durch wunderschöne Wälder, Hochmoore und über sonnige Wiesen lassen alle Herzen höher schlagen. 1170 wurde Schönberg erstmals als Schamberg, schöner Berg, erwähnt. Seit 1888 ist er Luftkurort und 100 Jahre später kam auch das Prädikat Kneipp-Kurort hinzu. Schönberg hat nicht nur mit seinen Kureinrichtungen den Besuchern einiges zu bieten. Sie haben auch die Möglichkeit, im Herzen von Schönberg gemütlich bummeln zu gehen. Von flippig, extravagant bis klassisch elegant finden Sie alles, was zum perfekten Outfit gehört. In den Schönberger Geschäften wird Service groß geschrieben. Das gilt natürlich auch für den Edeka Lebensmittelmarkt. Einkaufen wie im Schlaraffenland. Im Edeka Aktivmarkt in der Talstraße 2 können die Kunden zwischen etwa 14.000 Artikeln wählen. Die Familie Eitel führt den Schönberger Markt bereits seit 10 Jahren. Kulinarische Abwechslung in die Küche bringen ist mit dem Edeka Rezeptberater jetzt ganz einfach. Die Zutaten dazu bietet das breite Edeka-Sortiment auf über 1000 Quadratmetern. Frische Freundlichkeit und eine angenehme Atmosphäre im Markt machen den Einkauf zum Erlebnis. Die große Auswahl an Bioprodukten lässt keine Kundenwünsche unerfüllt. Beim Eitel können Sie auch mit Fingerabdruck bezahlen. Einfach registrieren und los geht's. Edeka liefert die Produkte auf Wunsch auch nach Hause. Feste feiern können Sie übrigens auch mit dem Edeka Aktivmarkt Party Service. Bei der Auswahl des passenden Weines hilft natürlich das kompetente Edeka-Team. Guten Morgen, Frau Haas. Hallo, Herr Gottstein. Hier in unserer Weinabteilung bieten wir in über 600 verschiedene Weine an, davon allein 300 internationale, über 150 württembergische und 100 badische. Bei Frische und Service sind Sie eitel, damit die Schönberger glücklich sind. Viel Wert auf Frische und Qualität legt auch die Metzgerei Rentschler.
Hallo und grüß Gott bei der Feinkostmetzgerei Rentschler in Schönberg. Lassen Sie sich verführen in die Welt des guten Geschmacks. Frische und Service sind bei uns selbstverständlich. Sämtliche Fleisch- und Wurstwaren werden nach alter Rezeptur in der eigenen Wurstküche hergestellt. Zum größten Teil ohne den Zusatz von Gluten, Glutamat oder Laktose. Unser 80-jähriges Erfolgskonzept vereint frische Ideen und Anspruch auf höchste Qualität. Sie haben einen Grund zu feiern? Wir liefern Ihnen zu jedem Anlass das passende Essen. Überzeugen Sie sich selbst von unserem reichhaltigen Angebot und schmecken Sie den Unterschied. Feinkostmetzgerei Rentschler, wo jeder auf den Geschmack kommt. Wir freuen uns auf Sie. Es sind nicht nur Kurgäste, Tagesausflügler und Urlauber, die die Vorzüge Schönbergs genießen. Zahlreiche Menschen finden hier auch Hilfe bei ihrem beruflichen Neuanfang. Gewinnen Sie eine neue Lebens- und Berufsperspektive mit einer Qualifizierung im Berufsförderungswerk. Wir sind die Experten in der beruflichen Rehabilitation von Menschen, die nach Krankheit oder Unfall nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten können. Über 15.000 Menschen haben so ihre zweite Chance in Schönberg genutzt. Wir bilden Sie praxisorientiert in einem von 18 anerkannten Berufen aus, begleiten Sie intensiv und schaffen so beste Voraussetzungen für Ihren erfolgreichen beruflichen Neustart. Ob Gäste oder Einheimische, Ruhe und Erholung finden Sie in allen Schönberger Ortsteilen. Die landschaftlich schön gelegenen Dörfer haben sich teilweise ihre Eigenart als Waldhufendörfer bewahrt. Wohin man auch blickt, die Natur beherrscht hier noch das Bild. Und wenn im Spätherbst und im Frühjahr in den Tälern der Nebel liegt, scheint hier aus wolkenlosem blauen Himmel die Sonne. Die schöne Lage und das einmalige Wandergebiet machen Sie zu geschätzten Urlaubsdörfern für alle Natur- und Wanderfreunde.